Herzlich willkommen zurück bei Ether One. Und zwar bei einem der härtesten Rätsel in diesem Viertel und vielleicht sogar im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, meine Intuition sagt mir, wir müssen das hier irgendwie aufkriegen. Und ich habe aber so nicht mal irgendwie einen Ansatzpunkt oder so, den ich anklicken könnte. Außer diesem Rubber Tube. Das hatten wir mal ganz am Anfang. Das Ganze ist ja hydraulisch angeblich. Und diese Rubber Tubes. Aber das hatten wir ja letztes Mal gesehen. Das sah eher aus wie so ein Luftrohr hier. Für den Ofen. Aber vielleicht ist das gar kein Ofen. Wir haben das doch damals in dem ersten Level haben wir das irgendwie mit einer Glasscheibe kaputt gemacht. Haben wir denn hier das nicht mehr? Den Splitter haben wir anscheinend nicht mehr. Ist der irgendwie wahrscheinlich dann draufgegangen? Komisch. Haben wir den nicht mehr mitgenommen? Dann müssten wir jetzt so eine... vielleicht so eine Glasscheibe nochmal besorgen, indem wir da zurückgehen. Wir könnten ja mal gucken. Irgendwo hier müssten doch Flaschen sein. Huch. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist ja ein Blechding. Das kann man wohl nicht mitnehmen. Das ist auch nichts. Die hier könnten wir mitnehmen. So, und jetzt müssten wir eigentlich zurück. Und wo war denn das eigentlich? In Devlin Air Compression. Devlin mein Memory Lost. Oh, krass, da können wir überhaupt gar nicht mehr zurück, weil das schon, da haben wir ja schon alles zerstört sozusagen und ist das hier? Da könnten wir noch hinreisen, aber da bringt uns das ja nichts. Das ist übrigens ganz nett hier, guck mal, das habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Wir haben hier die ganzen Projektoren, 4 von 5 und können dann hier, hier gibt es auch nochmal Hinweise. Introduction Completed Shipment Board. Also Shipment, das ist ja eindeutig das Arsen aus der Mine. Also muss das doch irgendwie hier funktionieren. Und das Einzige... Tja. Das war irgendwie das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte. Oh, und jetzt sag aber nicht, dass es nicht doch funktioniert. Na gut. Es war jetzt auch eher Glück, dass ich das rausgefunden habe, als mein Intellekt und mein hervorragender Geist, der das zusammen gebracht hat. Aber immerhin, mal gucken. This is a sign. Things to pack, people to see and say goodbye to. We're really doing this. So. Access to Knocker Pipes. Genau, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Knocker. Knocker Prototype oder was ist da hinten der? Auch ein Knocker Prototype? Nee. Knocker. Nehmen wir mal lieber den normalen Knocker mit, nicht den Prototypen. So, und was war das jetzt? 211 müsste das gewesen sein, ne? Dammit. Ich wusste es doch, dass ich das, mich nicht dran erinnere. Warum habe ich es auch nicht aufgeschrieben? Hier war es nicht. Sondern es war in dem anderen. Und zwar oben. Eigentlich müsste es jetzt dieser Code sein für Receive irgendwas. Receive Shipment. So ein bisschen angelehnt an das eigentliche Rätsel, was wir auch mal hatten. So, hier. Receive from Brimcliff Mine. 211. Habe ich das jetzt falsch schon gemacht? Hell war eigentlich immer Tin. Naja, dann machen wir 211 andersrum. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Wir wollen auf die Rohre hauen.
und ein kleines Shipment bauen. So, 211. I never understood that. Hä? Das hier ist Tin. Eigentlich ist das... Ich nehme jetzt mal den Knocker-Prototype. Nur mal zur Sicherheit, aber eigentlich müssten die gleich sein. Huch, nee. Tja. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es damit zusammenhängt. Aber irgendwie, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon irgendwie so ein bisschen Probleme, den richtigen Code zu finden. Ich habe so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen buggy ist. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, als ich das Spiel noch gar nicht angefangen hatte, schon so ein paar Sachen gelesen hatte, wo Leute sagten, gerade diese hin und wieder so Code-Rätsel, die seien wohl nicht immer so ganz... Send shipment to dock ready to export. Das könnte es natürlich auch sein. Das wäre eigentlich noch sinnvoller als Receive vom Brimcliff Mine. Dann machen wir das nochmal. 4, 2, 2. Am Ende habe ich jetzt wieder hier zu früh auf irgendwelche Bugs geschimpft. 4, 2, 2, 4, 2, 2. Wir wollen endlich diese Shipment nach Amerika kriegen. Es ist, glaube ich, auch der letzte Projektor hier. Das heißt, glaube ich. Ich weiß, dass es der letzte Projektor ist. Geh endlich mal weiter. 3, 4, 1, 2, 1, 2. Climbing our favorite hill and looking out over our favorite view. Closing our garden gate for the last time. Onto green pastures. Guten Tag. Lecker, das ist ja Kohle. Ach, guck mal! Harry walked with his head slightly low and without making eye contact. Please don't hate me, Rob. Andrew made me do it. Rob shoved the lamp at Andrew. I don't hate you, Harry. Let's just get the hell out of here. Just then, Rob stopped in his tracks. Shh! Everyone! What was that noise? It's not gonna work, Andrew sighed. No, seriously, said Rob. I heard something. The brothers stood for a moment and listened. A pained groan whistled through one of the tunnels. Connected to the main passageway. Oh, crap, shouted Rob. Tell me that's you again, Andy. Andrew's face dropped. No, that's nothing to do with me. Suddenly, knocking and banging three times louder than before, and moaning and yelling spilled from the mine, getting closer and closer. That's real, Andrew cried. Harry grabbed hold of Rob's arm. What are we gonna do? Das ist nochmal wieder ein kleiner Teil von dem Knocker, von der Knocker-Geschichte. Hier haben wir schon gar keinen Platz mehr. Dann würde ich mal sagen, dieses Fernglas wird woanders hingepackt, weil ich möchte alle diese Knocker gerne zusammenstehen haben. Und eigentlich müsste hier noch ein Knocker sein in diesem Bereich. Und ich befürchte, dass der in dem verdammten... Tresor ist oben, den ich bisher noch nicht herausgefunden habe, wie ich den öffnen kann. Wir schauen uns aber erstmal hier den Projektor an, nicht, dass ich das wieder vergesse. Right. I'm looking at a passport that was used when they moved to America. I don't have a great deal of material from this part of the timeline, so I'm using every piece of valuable information that I can.
feel that I made a connection. More so than before. So, ich habe jetzt gerade nochmal aufgeschrieben, die Nummer 4729, die auf dem Passport stand. Man weiß ja nie, wofür die gut ist hier, in diesem Spiel. Auch wenn man sich das hier nochmal angucken könnte, rein theoretisch. Wir haben alle, tatsächlich alle diese Pinwheel-Export-Sachen erledigt. Damit haben wir auch hier alle Projektoren. Jetzt ist natürlich die Sache, es gibt noch einen Tresor. Ich weiß allerdings nicht, wo dieses verdammte kleine Rädchen ist für den Tresor. Deshalb ist jetzt tatsächlich mal in den Kommentaren Spoiler-Alarm freigegeben. Das heißt, ihr dürft mir gerne sagen, wo ich das kleine Rädchen finde, weil ich sehe es jetzt nicht so als sinnvoll an, dass ich jetzt in diesem Let's Play stundenlang nach einem kleinen Rädchen suche, das sich überall versteckt halten könnte. Okay, how about this one? Kennen wir schon. Why do milking stalls have three legs? Kennen wir doch schon. Because the cows have the udder. So. Kleine Kinder erzählen auch immer wieder die gleichen Witze. Das kennt man ja. So, dann lass uns doch mal gucken, ob wir eventuell jetzt zu diesem anderen Bereich kommen. Das war jetzt nicht genau das, was ich haben wollte. Ich wollte eigentlich in diesen Zwischenbereich reingehen. Zu dem Fluss. Wo komme ich denn da hier wieder zurück? Muss ich zu dem Harbor gehen wahrscheinlich. In Richtung Harbor. Dann werde ich mal hier über die Brücke laufen. Denn da gibt es noch einen Bereich, den wir noch gar nicht gesehen haben. Genau. In diesem Bereich waren wir nämlich noch überhaupt nicht. Beziehungsweise in diesem Bereich selber waren wir natürlich schon. Aber wir müssen noch mal gucken, ob wir hier irgendwo noch in einen anderen Bereich hinein können. Das hier führt zum Harbor, da wollen wir nicht hin. Die Frage ist, zum Beispiel dieser Bereich da hinten, wie kommen wir da rein? Da gibt's ja, ist ja so eine Art Schloss drin. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt weitergeht. Sieht irgendwie nicht so aus, sieht so leer aus dort, ne? Ne, hier scheinbar kann man nicht weiter. Ich habe auch hier keine so eine fluoreszierende oder schimmernde Oberfläche, wie bei den anderen. Tja, aber wie kommen wir jetzt in die Mines eigentlich rein? Ich schaue jetzt hier nochmal rum. Ich weiß, dass einige von euch geschrieben hatten, ja, hier gibt es irgendwie eine Möglichkeit, noch wieder weiter reinzukommen. In einen Bereich, der komplett neu ist, denn immerhin fehlen uns ja noch 5 Projektoren. Die Frage ist bloß, wo? Ich gucke jetzt hier nochmal weiter. Flussaufwärts, da wo wir eigentlich schon letztes Mal entlang gelaufen sind. Ich sehe jetzt hier momentan auch nichts. Und das hier ist ja Industrial, wenn ich mich nicht ganz täusche. Pinwheel Industrial, genau. Da wollten wir aber eigentlich, will ich ja eigentlich nicht hin. Kommt man denn da irgendwie weiter? Nee, das sieht so aus, als könnte man da nicht hin. Auch gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ganz witzig in diesem Spiel, dass man ja so viele Informationen hat, die man mit der Zeit irgendwie sammelt und man sich an alles erinnern muss. Und man fühlt sich fast schon selbst wie so ein Demenzkranker, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Sachen nicht mehr weiß. Immerhin gibt es hier 2 Eingänge oder Ausgänge, aber ich glaube, das hier führt dann wirklich ins Meer hinaus. Das ist der kleine Fluss, genau, der zum Meer führt. Den brauchen wir jetzt natürlich nicht hier.
Ich hätte ja gedacht, dass diese Mine eventuell hier das, dieser Bereich ist. Das sieht so aus, als wäre das so ein Minenschacht. Kann ich denn hier irgendwas machen? Nicht wirklich. Und hier führt auch so ein Kabel hin. Aber hier passiert auch nichts, wenn ich mit der Lampe irgendwie versuche, was zu öffnen. Gut, dann ist, glaube ich, jetzt hier auch mal kurz der Zeitpunkt gekommen, wo ich offscreen weitersuche nach dem Eingang zur Mine, den es ja anscheinend gibt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Freunde, leider musste ich jetzt auch hier das zweite Mal nachgucken in dem Spiel. Aber ich war jetzt mal ein Test. Für die Leute, die also nicht wissen, wo der Eingang ist. Ich laufe jetzt am Eingang vorbei, ja, während ich hier entlang laufe. Und ihr guckt mal mit, ob ihr den Eingang findet. Denn ich habe ihn nicht gesehen, tatsächlich. Ich musste erst lange Zeit suchen, bis jemand im Netz das mir zeigen konnte. Aber ich laufe jetzt einfach mal hier einmal hoch und einmal runter und mal gucken, ob ihr den Eingang findet. So. Wir sind inzwischen an dem Eingang vorbeigelaufen. Ein bisschen Framerate einbußen hier. Jetzt laufe ich wieder zurück. Und währenddessen, also ich weiß natürlich jetzt, wo der Eingang ist. Und die Leute, die halt das Spiel kennen, die wissen das natürlich auch. Aber es ist schon... Puh. Also ich finde sehr anstrengend. Ich nehme mal an, dass ihr noch nichts gesehen habt. Und so, hier sind wir wieder am Anfang. Man hat es kurz gesehen, tatsächlich, den Eingang. Aber der ist einfach sehr schwer und sehr einfach zu übersehen, finde ich. Ich laufe jetzt wieder zurück zu dem Eingang. Es gibt ja so einen Fahrstuhl. Ich weiß auch gar nicht, warum die das so gemacht haben unbedingt, dass man so einen ganz geheimen Eingang haben muss. Man muss hier wirklich hier zurücklaufen und jetzt, voilà, hier können wir durch in die Minen. Und eigentlich gibt es ja einen Fahrstuhl in dem Industrial-Komplex und ich stand da immer davor und dachte mir, verdammt nochmal, das muss doch hier irgendwie reingehen und so weiter, bis ich dann eben das hier gefunden habe. Sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben es geschafft und sind in einem neuen Bereich tatsächlich drin. Unfassbar. I've been asked by management to shut off the machines for the night. They're unaware that you're in there, so if you don't hear from me for a while, please don't panic. I promise I'll be back soon. Genau, das wurde mir auch schon mal angekündigt, dass in diesen Minen hier, das ist so eine Art Sonderlevel. Und das finde ich eigentlich ganz witzig. So ein ganz riesiger Bereich, der eigentlich überhaupt gar nicht zu dem Spiel unbedingt dazugehört. Das heißt, man braucht das nicht unbedingt. So, was haben wir hier? Rechts... Links, links, rechts, links. Das ist ja so ein ähnliches Rätsel wie bei dem anderen. Mal gucken, ob wir das hier auch nochmal brauchen. Wie dem auch sei, wir haben 5 Projektoren hier und der einzige Hinweis, dass es noch einen riesigen Bereich gibt, den man gar nicht gesehen hat, sind eben in der Basis diese Anzeige, ist diese Anzeige, dass eben 5 Projektoren fehlen. Aha. So sterile and straight to the point. This is one of 2 entrances into the mine. It looks as if it's in some state of disrepair. Every search on the web brings me up more of the same. A great disaster happened here. There is a huge event of some kind, and then all of the information seems to dwindle. I'm trying to find some more information for you. Danke, ich dachte, du hältst jetzt die Schnauze, Phyllis. Scheint nicht so zu sein. Naja, wir müssen erstmal hier so ein Rädchen finden. Das war, glaube ich, beim anderen auch schon mal so. Und dann können wir erst diesen Schalter umlegen und irgendwas rumpelt und rattert hier die ganze Zeit. Und wir haben schon wieder hier, guckt euch das an, die Codes, die wir hier bestimmt auch irgendwie brauchen müssen. Nämlich kommen wir jetzt endlich mal mit diesem Brimcliff Mine Ding zu Rande. Receive vom Brimcliff Mine oder Receive vom Industrial Center. Ich nehme an, 131 müssten wir machen. Ich glaube, ich habe sogar noch. Klar, den Knocker habe ich ja noch. Being asked to arrive 10 years early and still have
having to wait for 45 minutes. Voila! Da haben wir unser erstes Rädchen. So, jetzt bevor ich... Oh, den sollte ich dann gleich wieder zurücknehmen. Bevor ich jetzt hier schon wieder die ganzen Rätsel löse, mache ich mal einen Folgenstopp. Denn diese Minenarbeit, die werden wir erst in der nächsten Folge erledigen. Hier werde ich auch wieder eine kleine Pause einlegen. Das heißt also, von dieser auf die nächste Folge könnt ihr auch wieder gerne viel in die Kommentare schreiben und ich werde auch auf die anderen Kommentare soweit reagieren, wenn es denn notwendig oder sinnvoll ist. Insofern, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.